Guten Tag und hallo. Sie sind taub, blind, stumm und rechte Kriecher. Ihre Feinde zahlreich, gnadenlos, gemein. Sie sind sehr muskulös und seit jeher ungemein fleißig, aber ihr Ruf war lange Zeit mehr als miese Rabe. Es musste erst ein Genie kommen, damit sich ihre guten Eigenschaften herumsprechen konnten, schrieb die FAZ über den Regenwurm, meine Damen und Herren. Im 19. Jahrhundert galt der noch als Schädling. Charles Darwin, der Naturforscher, war es, der damit dann aufräumte. Er widmete ihm sein letztes, wenige Monate vor seinem Tod erschienenes Werk, Die Bildung der Ackererde durch die Würmer. 1881 kam das Buch heraus. Es machte Darwin zum Mitbegründer der Bodenkunde. Heute wissen wir, Regenwürmer sind irgendwie richtige Stars. Entscheidend für die Fruchtbarkeit des Bodens. Nur die Besiedlung der Böden mit Regenwürmern, sie geht zurück. Bedenklich zurück, meine Damen und Herren. Was ist da eigentlich los? Wie ist es um den Boden bestellt? Amerikanische Superreiche wie Jeff Bezos, Elon Musk oder Bill Gates, sie haben längst erkannt, dass dieser Boden, die Fläche, knapp wird und kaufen Land. Denn der Druck auf die Böden ist enorm. Sie sollen Nahrung liefern, Energiepflanzen, Rohstoffe. Sie sind aber auch Schaltzentrale des Wasserhaushaltes und zentral im Kampf gegen den Klimawandel. Geht das alles gut? Herzlich willkommen zu Bodengesundheit, Bodenfunktionen, Klimawandel. Was sollen, wollen wir schützen? Toll, dass Sie alle da sind und hier zu uns gekommen sind. Viel wird über die Erderhitzung geredet, auch über das Schwinden der Arten, wenn auch weniger, aber über den Boden und wie die Menschheit ihn schützen muss, das klären wir hier und jetzt mit diesen Gästen. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Elisabeth Oechtering. Sie leitet die Abteilung Bodenschutz und Altlasten in der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft in der Freien und Hansestadt Hamburg, einer begrünten Stadt mit Wasser, wunderschön, aber eben auch einer Stadt, die kontinuierlich wächst und darum auch immer neue Bauflächen ausweisen muss. Wie lässt sich der Boden, naja, gut machen? Das werden wir Sie, die sich auch als Grünen-Politikerin und als Mitglied im Umweltverband BUND engagiert, fragen. Herzlich willkommen, Elisabeth Oechtering. Und Sonja Mitwetzki ist bei uns, Bodenwissenschaftlerin, auch Autorin. Ihr aktuelles Buch heißt Die Stimme des Bodens. Sie, auf dem Bauernhof in einer Moorsiedlung aufgewachsen, ist heute beim niedersächsischen Landkreis Osterholz zuständig für das Living Lab Teufelsmoor. Dort soll es darum gehen, wie Moorschutz und Landwirtschaft zusammengehen kann. Wie lässt sich über den Wert des Bodens reden? Das werden wir unter anderem von ihr hören. Toll, dass Sie da sind, Sonja Mitwetzki. Elisabeth Oechtering, Sonja Mitwetzki, Sie sind beide im Bundesverband Boden, der sich dafür einsetzt, den Boden wichtiger zu nehmen, als wir es bisher tun. Und der Präsident dieses Bundesverbandes, Boden, ist auch hier. Es ist Professor Jens Utermann, Agrarwissenschaftler, Bodenkundler, Umweltingenieur mit enormer politischer Erfahrung, denn er war mehrere Jahre im nordrhein-westfälischen Umweltministerium für den Bodenschutz verantwortlich, zuvor auch im Umweltbundesamt tätig. Zudem ist er ein SPD-Mann, seit vielen Jahren Ortsbürgermeister in Steinwedel, einem Ortsteil von Lehrte bei Hannover. Worum müssen sich jetzt alle als erstes kümmern, um den Boden zu erhalten? Das besprechen wir mit ihm, Jens Utermann. Schön, Sie zu sehen. Professor Karl-Heinz Feger ist da von der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft. Lange war er auch ihr Präsident. Er forscht unter anderem zur Rolle von Böden im Klimawandel am Institut für Bodenkunde und Standortlehre der TU Dresden, genauer an der Fakultät Umweltwissenschaften in Tharandt, Fachrichtung Forstwissenschaften. Was Böden mit dem Kampf gegen die Erderhitzung zu tun haben, das klären wir mit ihm. Professor Karl-Heinz Feger, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Hanna Gersmann. Ich beschäftige mich als Journalistin mit Klima, Umwelt, Wirtschaftspolitik und begleite Sie durch die jetzt noch knapp 50 Minuten. Wie wir mit Land umgehen, das ist eine der zentralen Zukunftsfragen. Aber Elisabeth Oechtering, so richtig viel haben wir darüber bisher noch gar nicht
gesprochen. Der Boden hält viel aus. Man kann den lange strapazieren. Liegt es daran, dass wir bisher den Boden so ein wenig vernachlässigt haben? Ja, das liegt auf jeden Fall daran, dass wir den Boden ein wenig vernachlässigt haben. Wir merken es ganz akut und aktuell, dass es kein richtiges Bodenschutzgesetz gibt. Alle Medien, alle Umweltmedien, Wasser, Luft, die Natur als solche haben Gesetze, die sich ganz speziell um Details zum Schutz dieser Medien kümmern. Aber das Bodenschutzgesetz kommt einfach nicht in Gang. Wir haben ein uraltes Bodenschutzgesetz. Das feiert jetzt zwar das 25-jährige Bestehen, aber es ist eigentlich ein Altlastengesetz. Und die Bemühungen, endlich auch ein Bodenschutzgesetz für die Vorsorge zu bekommen, die sind zwar stark angelaufen, ist es auf einem guten Weg, aber leider wird es in dieser Legislaturperiode auch wieder nichts werden, was in der Szene der Bodenwissenschaftler und auch Bodenpolitikbetreibenden sehr, sehr bedauert wird. Also das haben wir vernachlässigt. Aber haben Sie das Gefühl, dass sich da jetzt was dreht? Immerhin, wir haben hier ein Panel und andere Leute reden auch über den Boden. Da dreht sich was, ja, aber das ist nicht so, dass man sich schlafen legen kann, sondern man muss die Power, die jetzt da ist, beibehalten und wirklich das Thema auf einem hohen Niveau energisch weiter diskutieren. Okay, sagen Sie uns doch mal, also hier ist ja Teppichboden, aber darunter ist, glaube ich, Gras. Was ist denn unter dem Gras so los? Unter dem Gras, unter diesem Gras ist wahrscheinlich ganz viel los. Ich kenne zwar den Standort nicht, aber normalerweise unterm Gras wimmelt es vor Leben. Es sind Poren da, in denen Wasser ist. Es ist Natur und wenn man hier etwas anderes pflanzen würde als Gras, würde es wahrscheinlich auch wachsen. Das ist also ein Boden, aus dem was werden kann. Ganz im Gegensatz zu dem Boden, auf dem das Schloss Bellevue selber steht. Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Aber ansonsten sagt man ja, dass allein in zwei Händen voll Boden Milliarden von Organismen leben. Meine Damen und Herren, was glauben Sie? Wie groß ist eigentlich das größte Bodenlebewesen, das wir kennen? Wir machen hier so ein ganz kleines Bodenquiz. Ist das A, so groß wie ein Feldhamster, das größte Bodenlebewesen? Oder B, so groß wie ein Regenwurm? Oder C, ach, noch viel, viel größer. Also, wer ist für A, so groß wie ein Feldhamster? Keiner. Wer ist für B, so groß wie ein Regenwurm? Ah, keiner meldet sich. Also, alle bei C, alles noch viel, viel größer? Da, eine habe ich gehört. Was meinen Sie? Viel größer? Ich sage es Ihnen, also der Feldhamster ist gar kein Bodenlebewesen. Der hat zwar seinen Bau, aber der treibt sich sonst gerne auf Korneckern rum und futtert sich den Bauch voll. Und der größte Regenwurm, der ist riesig, das ist der badische Riesenregenwurm und der kann so bis zu 50 cm lang werden. Aber noch viel, viel größer ist ein Hallimasch im US-Bundesstaat Oregon und der ist so groß, also das Netzwerk dieses Pilzes erstreckt sich über eine Fläche des Tegernsees. Forscher schätzen, dass er, dieser Riesenpilz, bis zu 8500 Jahre alt ist und 400.000 Kilogramm schwer sein könnte. Das ist schon irre. Wir reden sonst viel über die Tiefsee- und Korallenriffe, aber nirgends wimmelt es so von unterschiedlichen Spezies wie im Boden. Aber Sonja Mitwetzki, sagen Sie uns doch mal, was ist denn genau ein gesunder Boden? Wenn es wimmelt, dann ist es gesund? Ja, also wenn etwas eine Gesundheit hat, das spricht ja schon mal dafür, dass es lebendig ist. Und das ist eine ganz schöne Parallele auch zu unserer menschlichen Gesundheit. Denn was lebt, ist erstmal gesund in dem einen oder anderen Zustand und da kann man dann natürlich genauer hinschauen, wie es um die Gesundheit bestellt ist. Und die Bodengesundheit, der Begriff taucht ja jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch vermehrt in der Presse auf, meint erstmal so viel, dass der Boden ein lebendiges Ökosystem bereithält für Menschen. Da gucken wir natürlich immer ganz genau hin, was kann der Boden für uns tun, aber eben auch für Pflanzen und Tiere. Und da ist man dann ganz schnell auch beim Thema Bodenfunktion oder Ökosystemdienstleistung. Wir Menschen gucken ja immer mit einem gewissen Hintergedanken auf unseren Boden. Was können wir vom Boden erwarten? Was tut er für uns? Und das ist zum Beispiel ein fruchtbarer Acker wäre ein Beispiel für einen gesunden Boden. Oder ein Boden, der, jetzt haben wir es ja wieder gesehen, richtig viel Wasser speichern kann, als Hochwasserschutz dient. Andersherum heißt es aber nicht, dass ein Boden gleich ungesund ist, nur weil wir ihn nicht als Acker nutzen können. Es gibt sandige Böden, da entwickelt sich eine tolle Flora und Fauna. Das ist auch ein gesunder Boden, aber vielleicht nicht so im ersten Blick, wie wir ihn nutzen würden. Von daher ist der Begriff Bodengesundheit
je nach Perspektive. Und wenn man jetzt das Schloss Bellevue da wegnehmen würde, was wir natürlich nicht wirklich wollen, aber könnte man den Boden da drunter, der nach Elisabeth Oechtering gar nichts mehr kann, könnte man den dann sanieren, also so eine Grundsanierung machen? Da ist vieles möglich. Man müsste erst mal gucken, wie es da unten drunter aussieht. Also hier im Umfeld haben wir noch einen weitgehend natürlichen Boden. Das sieht gar nicht so schlecht aus, aber je nachdem, ob sich da unten auch noch das ein oder andere Bauschuttnest verbirgt oder weiß man ja nicht ganz genau, wie es da drunter aussieht. Man kann mit ein bisschen Oberbodenauftrag sowas Ähnliches wie ein Bodenprofil wiederherstellen, aber nicht so, wie es früher gewesen ist. Boden wächst einfach wahnsinnig schlecht nach, nicht wahr? Deshalb haben wir nämlich noch eine Bodenquizfrage, meine Damen und Herren. Wie viel Boden bildet sich im Leben einer 80-jährigen oder eines 80-Jährigen? Im besten Fall A, 0,8 cm in 80 Jahren. Im besten Fall B, 5 cm. Oder im besten Fall 1 Meter. Was meinen Sie? Also 0,8 cm in 80 Jahren. Da sehe ich ein paar Hände. Ein paar. Wie viel sehe ich bei B? Im besten Fall 5 cm. Da sehe ich auch ein paar Hände. Das hält sich ungefähr die Waage. Und C? Im besten Fall 1 Meter in 80 Jahren. Da sehe ich ein Kopfschütteln, auch überhaupt gar keine Hand. Meine Damen und Herren, A stimmt. Wenn man den günstigsten Fall laut Umweltbundesamt annimmt, dann sind das im besten Fall 0,8 Zentimeter. Damit der Boden entsteht, muss ja erstmal Gestein verwittern, die unzähligen Lebewesen, diese Winzlinge, müssen das dann alles verdauen und in Humus umwandeln, was da von Bäumen und so weiter heruntergefallen ist. Das braucht einfach quasi historische Zeiträume. Karl-Heinz Feger, was steht da genau auf dem Spiel, wenn wir dann mit diesen so langsam wachsenden Böden nicht vernünftig umgehen? Warum ist das beim Klimawandel so entscheidend? Ja, es geht vor allem um die Existenz des Bodens. Die Bodenerosion, den Abtrag von Boden durch Wasser oder Wind, das ist ein globales Problem. Vor allen Dingen dann in den Tropen, Subtropen, in trockenen Gebieten, Subsahara-Afrika ist ein sehr gutes Beispiel. Und dann vor allen Dingen Versiegelung, Überbauung ist der Boden auch weg. Schloss Bellevue ist ja schon genannt worden. Das ist der Boden an sich als Naturkörper, als Umweltmedium, aber was natürlich auch auf dem Spiel steht, das sind die Funktionen des Bodens. Boden, das ist ja vorhin eingangs erwähnt worden, hat ganz viele Funktionen im Naturhaushalt. Und wenn wir uns über den Klimawandel unterhalten, dann ist es vor allem die Funktion im Wasserkreislauf, Infiltration, Wasserspeicherung, Grundwasserneubildung. Und dann vor allen Dingen dann auch der Boden als Kohlenstoffspeicher. Ne? Böden können wesentlich mehr Kohlenstoff speichern als oberirdische Vegetation. Das wird häufig vergessen. Alle gucken auf die Zahlen der Bundeswaldinventur. Aber wenn man mal die Zahlen der Waldbodeninventur anguckt, dann haben wir zum Teil das Doppelte bis Dreifache, gerade wenn es vermoorte Standorte sind, vielleicht das Zehnfache an Kohlenstoff im Vergleich zu dem, was oben drauf ist. Nun hat die Bundesumweltministerin Steffi Lemke angekündigt, dass sie Moore, aber auch Wälder und Auen renaturieren will. Wie viel bringt das dann? Ja, ich denke, das bringt sehr viel, aber man darf den Boden nicht vergessen. Man muss dem Boden helfen, seine ursprünglichen Funktionen wiederzufinden. Und das geht nicht schnell. Es wurde ja gesagt, 0,8 Zentimeter. Wenn man das auf Moore überträgt, denke ich, kommen wir dann auch vielleicht auch noch auf längere Zeiträume, weil Moor wächst sehr langsam, ist vor allen Dingen auch abhängig vom Wasserstau. Und das muss man auch mit sehr viel Intelligenz, auch mit Technik dann machen. Es ist also eine langwierige Geschichte und in vielen Fällen auch keine billige Geschichte. Ja. Jens Untermann, man muss ja auch vermeiden, dass es dem Boden überhaupt so schlecht geht. Was setzt dem denn im Moment am meisten zu? Also ich könnte jetzt nur vor... Das funktioniert alles super technisch, ja? Ich könnte jetzt eine Vorlesung darüber halten, die habe ich auch. Aber das spare ich mir. Die Frage war ja, was am meisten momentan im Fokus steht. Und ich denke, es sind kurz gefasst zwei Dinge. Das eine ist die Flächeninanspruchnahme, die nach wie vor viel zu hoch ist, mit über 50 Hektar pro Tag in Deutschland. Am Tag? Am Tag. Und das geht
offensichtlich so weiter, weil wir einfach den Raumbedarf haben. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil die Flächeninanspruchnahme bedeutet immer auch in Teilen eine Flächenversiegelung. Das Schloss Bellevue wurde angesprochen, was da drunter steht, ist einfach erstmal tot. Und das Zweite ist, ich glaube, das können wir sehr eindrucksvoll zurzeit in Süddeutschland sehen, das ist der Boden im Kontext mit dem Klimawandel. Das ist ein Thema, was viele, finde ich, nicht wirklich sehen, was das mit dem Boden macht. Wir haben eine erhöhte Frequenz von Dürreperioden auf der einen Seite und Überschwemmungen, viel zu viel Wasser auf der anderen Seite. Und der Boden, ein gesunder Boden, lebt vom Bodenleben, von dem, was da drin stattfindet. Wir haben fast 60% aller Arten weltweit, die wir kennen, leben im Boden. Und die mögen das nicht, wenn es zu trocken ist, und die mögen es auch nicht, wenn es zu nass ist. Und das wird auf Dauer unsere Böden, das ist meine Überzeugung, negativ beeinflussen. Gerade dieser akute Wechsel zwischen dem einen und dem anderen. Jetzt mal abgesehen von den Erosionen, die wir jetzt dann bei diesen Wasserereignissen haben, aber das sind eigentlich aus meiner Sicht die beiden Themen, die momentan im Fokus stehen. Also unser Bundeskanzler hat ja gesagt, es ist jetzt das dritte Mal, dass er in diesem Jahr vor einem solchen Ereignis steht. Und das zeigt ja, dass dieses Ereignis tatsächlich etwas ist, was uns zunehmend betrifft und auch den Boden. Das muss man ganz klar sagen. Nicht nur die Immobilien, nicht nur die Bevölkerung, also das ist unbenommen, das ist auch eine Katastrophe, aber auch der Boden leidet unter diesen Effekten. Unser Bundeskanzler hat aber auch gesagt, dass es 20 neue Stadtteile geben solle auf der grünen Wiese. Dieser Flächenfraß ist ja enorm. Die Bundesregierung will eigentlich runter auf 30 Hektar Flächenverbrauch am Tag, auf unter 30 Hektar. Nun hatten wir aber zum Beispiel in Münster eine Debatte. Da hat der Stadtrat beschlossen, über die Bauleitplanung neue Regeln. Und danach sollen freistehende Einfamilienhäuser nur noch in besonderen Lagen möglich sein. Da war dann so richtig was los. Ja, also zerplatzt nun der Traum junger Familien, schrieb zum Beispiel in die Neue Westfälische Zeitung. Die Welt, der WDR, die Tagesschau, alle berichteten, Eigenheim, das bedeutet für uns immer noch irgendwie, das ist der Inbegriff von Glück. Wie geht man damit um? Das ist ein Konflikt, der nicht einfach lösbar ist. Ich habe ihn selber gerade im Ort. Bei uns wird ein Neubaugebiet geplant und die Frage ist, was baut man da, was lässt man zu? Das ist genau die Problematik. Lässt man überhaupt noch Einzelhäuser zu oder nur noch Doppelhäuser, Reihenhäuser oder wie auch immer? Das ist beim Dorf immer etwas schwieriger als in der Stadt. Es gibt ja so etwas wie ein Dorfbild. Aber letztlich muss man diesen Konflikt angehen. Da gibt es überhaupt kein Vertun. In den urbanen Räumen, zumindest in Nordrhein-Westfalen, da kenne ich das ganz gut, da bemühen wir uns sehr intensiv, die Brachflächen in den urbanen Räumen zu revitalisieren. Die meisten Brachflächen sind belastet, müssen also saniert werden. Dafür haben wir viel Geld jedes Jahr, 10 Millionen Euro mindestens, einfach um diese Flächen erstmal im Innenraum wieder nutzbar zu machen. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg, dass man das machen muss. Aber der Zielkonflikt oder der Interessenskonflikt, den Sie gerade angesprochen haben, den werden wir bei dem Druck, den wir heute auf die Wohnbebauung haben, den werden wir nicht einfach lösen können, sondern das ist ein Diskussionsprozess in der Gesellschaft, der stattfinden muss. Meist Eigenheim ja oder nein? Wer sagt ja? Eigenheime müssen auch in Zukunft gebaut werden können? Ja? Wer sagt nein? Oh, da gibt es doch einige. Wunderbar. Vielleicht muss man ja auch, für viele Leute ist Boden einfach nur Dreck. Vielleicht muss man ja auch nochmal die Grundlage genauer erklären und die Faszination am Boden auch. Sie alle sind nun vom Boden fasziniert. Karl-Heinz Feger, können Sie uns mal sagen, was Sie da eigentlich sehen? Ja, Bodenkundler und Bodenkundlerinnen beschäftigen sich mit dem Boden, das, was man normalerweise nicht sieht. Und um das zu tun, muss man erstmal ein Loch graben. Ja. Und das haben wir hier natürlich uns nicht getraut. Sie müssen bitte hier reinkommen, sonst da wäre natürlich gleich die Bundespolizei gekommen. Ich habe stattdessen ein Bodenprofil mitgebracht aus dem großen Garten in Dresden, die grüne Lunge. Und das ist auch ein Boden, und ich würde sagen ein gesunder Boden, weil er Leistungen erfüllt im städtischen Ökosystem.
Er hat viele Eigenschaften und in den Bodenwissenschaften versuchen wir diese Eigenschaften zu beschreiben in der Profilgrube. Da muss man also dann reinstellen. Ich würde es also nicht mit diesen weißen Hosen dann machen. Manchmal muss man Gummistiefel anziehen. Und dann beschreiben wir den Boden von unten bis oben. Die Körnung, das kann man fühlen, kann man im Labor dann wirklich gut quantifizieren. Man kann den Kohlenstoff bestimmen, den pH-Wert. Und dann, das ist auch angesprochen worden, müssen wir auch wissen, wie vital ist der Boden, was lebt da drin. Man kann die Atmung messen, ja, das machen dann die Bodenmikrobiologen. Und dann, das ist ein Wortspiel, Boden hat auch eine eigene Geschichte. Schicht steckt ja schon drin. Und ja, in der Bodenkunde sprechen dann aber auch von Horizonten. Das ist das, was durch Bodenprozesse im Laufe der Zeit sich entwickelt. Und jetzt konkret zu diesem Boden aus dem großen Garten in Dresden. Der ist wirklich Geschichte. Die obersten 70 Zentimeter, die sind sehr jung, haben auch mit der deutschen Geschichte zu tun. Das ist Trümmerschutz aus dem Zweiten Weltkrieg, das sind noch Ziegelsteine, wenn man genauer hinguckt, vielleicht eine ein oder andere Glasscherbe. Und da ist der humose Oberboden, hat sich dann in den letzten Jahrzehnten gebildet. Es ist dunkler da, wir haben viele Wurzeln, da sind Regenwurmröhren. Und ab 70 cm, das ist ein natürlich gewachsener Boden, das sind Sedimente der Elbe. Die Elbe, die ist, ich gehe nochmal zurück, hier auch mal durchgeflossen. Sie hat meandriert, das gibt es Stellen, wo viel Ton abgelagert wurde und Stellen, wo Kies und Sand abgelagert worden sind. Und das haben wir natürlich dann drin und es wechselt natürlich auch auf kleinstem Raum. Ja. Also wir brauchen, um Boden gut zu managen, auch Wissen über den Boden. Wir brauchen Bodeninformationen und da müssen wir graben, bohren. Und heute haben wir auch die Möglichkeit, mit modernen Mitteln, mit Radar, mit Geoelektrik, Geomagnetik, auch in den Boden reinzugucken, ohne dass man dann alles durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Karl-Heinz Feger, danke. Müssen Sie auch Boden essen, wenn Sie sich dann so ein Bodenprofil angucken? Wenn man sicher ist, dass es Ton ist, das ist dann der letzte Schritt in der Feldansprache, dann muss er draufbeißen. Wenn es nicht knirscht, dann ist es Ton. Aha, wunderbar. Vielen Dank. Und Jens Untermann, jetzt müssen wir uns nochmal über die Spannungsfelder sozusagen in den Bereich Boden unterhalten und ich habe für Sie noch einen weiteren Konflikt. Deutschland will bis 2045 klimaneutral sein. Dafür brauchen wir Solaranlagen, Windräder, Batteriefabriken, gerne auch noch mehr Schienen. Wie lassen sich solche innerökologischen Konflikte lösen? Indem man guckt, wo man es macht. Indem man guckt, wo macht man es nicht. Genau. Es gibt Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaften, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und man kann das eigentlich so zusammenfassen, solche Solaranlagen in der Fläche gehören nicht einfach irgendwo in die Fläche, sondern am besten entlang von belasteten Linien, Verkehrssystemen, also Bahnen und Autobahnen, weil der Boden direkt neben der Autobahn ist eh in keinem guten Zustand. Da kann man das gut machen, aber nicht einfach überall hinpflastern. Das ist sicherlich, kann nicht Sinn und Ziel sein. Und ansonsten, gerade auch für die Frage Windkraftanlagen, würde ich sagen, ganz wichtig ist, dass man bei der Errichtung die sogenannte bodenkundliche Baubegleitung dazu zieht, weil es werden große Geräte dorthin gefahren, viel Gewicht und wenn man das falsch macht, dann zerstört man unabhängig von dem Standort, wo die Anlage steht, auf dem Weg dahin mehr als einem lieb ist. Also insofern, es gibt Instrumente, das verträglich zu machen. Wir brauchen es auch, das ist unbestritten. Wie wird denn das in Ministerien dann gedacht? Also kümmert sich da nicht einer um Klimaschutz und einer kümmert sich um den Wohnungsbau und der dritte kümmert sich dann um Landwirtschaft? Denken die dann überhaupt so übergreifend, dass sie den Boden richtig in den Blick nehmen können? Wenn ich ganz ehrlich bin, wenig. Ja, das ist einfach das Thema Boden. Mhm. Ist nicht sexy, auf gut Deutsch, aber solche Diskussionen finden ja immer erstmal in den Gruppen der Fachspezialisten statt. Und wenn irgendwas beschlossen wird, dann muss es ja über die ganzen
verschiedenen Ministerien, letztlich auch über die Staatskanzlei, dann in die Kabinettsabstimmung. Und in diesem Prozess finden dann sehr wohl auch Gespräche statt, die zumindest dazu beitragen sollen, hier eine Abwägung vorzunehmen. Das beruhigt mich jetzt schon mal. Elisabeth Oechtering, da ist ja jetzt viel die Rede davon, dass Städte ein Schwamm werden müssen, der das Wasser aufnimmt, wenn viel da ist. Wir sehen die Notwendigkeit gerade, und abgibt, wenn es trocken ist. Wochenlang fällt kaum Regen, dann fällt es wieder knüppeldick vom Himmel und so weiter und so fort. Betonierte Böden können diese Niederschläge eben nicht aufnehmen. Aber wenn man jetzt entsiegeln will, was machen Sie dann? Reißen Sie Schulhöfe auf oder Parkplätze? Da nickt jemand, der hält das für eine gute Idee. Machen Sie das in Hamburg so? Ja, wir machen das überall. Wir machen es an ganz vielen kleinen Stellen. Das ist nicht so, dass man schon sehen kann, dass sich eine ganze Stadt ändert. Aber an ganz vielen Stellen werden kleine Maßnahmen, Kleinigkeiten verändert. Vielleicht ist es mal ein Teil eines Schulhofs oder es ist ein Teil eines Parkplatzes. Und ich denke, wenn man in einigen Jahren mal auf so eine Stadt wie Hamburg oder auch auf andere Städte guckt, dann wird man sehen, dass diese Transformation und Veränderung geschehen ist. Im Moment sind es ganz viele kleine Schwämmchen, die entstehen. Man geht manchmal diese Themen direkt an und steckt Geld in den Umbau einer Straße, aber das Ziel ist eigentlich, wenn etwas sowieso umgebaut wird oder verändert wird, dann dieses Thema Klimaanpassung, Entsiegelung, Schaffen von Bodenflächen und Begrünung mitzudenken und gleich mitzumachen. Das ist das Ziel. Und ist Hamburg da irgendwie Vorreiter oder ist das überall so? Das mag ich mir nicht anmaßen, dass wir Vorreiter sind. Wir sind wie alle anderen großen und kleinen Städte aktiv. Wir haben Arbeitsgruppen, wir setzen Maßnahmen um. Es gibt Fördergelder. Gerade gibt es ein Förderprogramm für Zisternen. Es gibt demnächst ein Förderprogramm für Entsiegelungsmaßnahmen. Wir haben Förderprogramme, die unter dem Stichwort Regeninfrastrukturanpassung laufen. Ich als Bodenkundlerin lege immer Wert darauf, dass ein Boden nicht nur wasserdurchlässig wird, also dass eine wasserdurchlässige Oberfläche entsteht, sondern dass die Böden auch wieder sichtbar sind, dass auf den Böden etwas wachsen kann. Das hat einen Gesundheitseffekt in der Stadt. Und das ist etwas, wo auch inzwischen die Stadtplanung auf den Bodenschutz, auf meine Abteilung zukommt und nach Ideen fragt, nach Möglichkeiten fragt. Wir entwickeln ein Entsiegelungskataster. Also es tut sich überall was, aber es ist natürlich so, dass es nicht eine Person oder eine kleine Gruppe von Leuten vorantreiben kann, sondern es sind alle gefordert. Ich sage immer, alle versiegeln ihr Umfeld und alle zerstören möglicherweise den Boden vor der eigenen Tür. Und alle diese Menschen sind im Detail gefordert, das zurückzunehmen. Und dieses Zisternenförderprogramm, ist es so, dass Sie allen Besitzerinnen von Häusern empfehlen, in den Gärten oder so solche Zisternen anzulegen? Ja, natürlich, da wo es möglich ist. Also es ist ja nicht überall möglich, aber da wo es möglich ist, macht es Sinn, auf jeden Fall, ja. Wir kommen gleich zu Ihren Fragen, aber wir fragen erst noch Sonja Mitwetzki, weil sie sich damit auch kommunikativ so stark auseinandergesetzt hat. Es gibt eben diese handfesten Zielkonflikte. Was würden Sie denn sagen? Wie kann man den Bodenschutz stärken? Indem er so wie vorhin hier einfach noch mehr ins Bewusstsein kommt, dass man erstmal drüber spricht und dass man ja diesem unterirdischen Beispiel auch ein Stück weit folgt. Also im Boden, der ist lebendig, wenn dort das Netzwerk gut funktioniert. Und genauso ist es auch an der Oberfläche, dass wir halt ganz viele verschiedene Akteure haben aus dem Bausektor, aus der Planung, aus dem Wasserbereich, aus der Landwirtschaft. Und jeder bringt ja was mit. Und dass man da wirklich noch mehr auf ja, die Kommunikation Wert legt, ich denke, das ist wirklich ein Dreh- und Angelpunkt, dass der Begriff Boden auch viel präsenter auch in den Medien ist. Klimafolgenanpassung, das ist immer Boden. Der spielt überall mit, aber wird häufig gar nicht benannt. Und dass man da wirklich noch mehr Schlaglicht drauf setzt und dann die ganzen Akteure, die sich auf der einen oder anderen Art mit dem Boden bereits beschäftigen, auch zusammenbringt. Karl-Heinz Feger, haben Sie noch einen Tipp für jeden und jede Einzelne, was man tun kann? Ein Tipp? Ich glaube, der erste Schritt, dass man sich des Bodens bewusst wird. Bodenbewusstsein. Viele wissen gar nicht, dass es das gibt. Also es ist Dreck. Kleinkinder sagt man, spiel nicht mit der Matsche. Ich denke, da muss ein Umdenken da sein. Und dann vor der eigenen Haustüre. Es gibt heute jetzt so viele Schotter- und Steingärten. Das muss nicht sein. Es muss auch nicht ein öder Rasen sein. Man kann im Prinzip auch einen kleinen Garten anlegen, kleine Beete, Gehölze da pflanzen, die Biodiversität auch oberirdisch entsprechend fördern.
Und wenn es dann wirklich notwendig ist, Stellplätze zu bauen, dann nicht eine betonierte, asphaltierte Fläche, sondern etwa Rasengittersteine, ja, wo dann das Wasser auch versickern kann. Das sind alles so kleine Dinge. Und dann vielleicht noch eine Sache, die auch so ein bisschen in den Haushalt reinspielt, Kompost. Ja. Viele werfen den Kompost einfach weg. Ich nehme jetzt mal an, dass es auch sortiert wird. Da geht es dann irgendwie auf einen großen Kompostplatz und man weiß eigentlich gar nicht, was mit passiert. Aber man kann den Kompost im Prinzip auch zu Hause erzeugen und im kleinen Gärtchen oder auf dem Balkon dann einsetzen. Es geht auf jeden Fall darum, dass der Boden stärker in den Blick genommen wird. Eine Journalistin von der Zeit hat mal gesagt, es brauche eine schwarze Revolution. Damit der Boden stärker in den Blick kommt, haben wir hier Bilder, die Wissenschaftlerinnen und Praktikerinnen hier mitgebracht haben. Daher können Sie sich, ist zum Anschauen gedacht, als Grundlage für die ja notwendige Debatte. Die Frage ist, was läuft da eigentlich schief? Und ich habe schon gesehen, Sie haben die Hand eben gehoben. Ich, gerne. Dankeschön. Also zunächst mal muss ich sagen, Frau Oechterding, Hamburg ist tatsächlich Vorreiter. Denn Umwelt, Klima, Energie und Landwirtschaft gehört zusammen. Wir hatten das mal in NRW, dann hat man das dummerweise zerschlagen, aber das ist jetzt hier nicht so wichtig. Meine eigentliche Frage war, schwarze Revolution heißt ja, muss wieder mehr Kohle in den Boden. Und würde mich interessieren, wie denn die Initiative unter anderem des Bundesverbandes Bodens ist, solche Kohle wieder in der Erde zu kriegen. Ich bin auch einer der letzten aussterbenden Gattung Homo sapiens agaricus. Und die Zurückbringung von Kohlenstoff in den Boden, und zwar dauerhaft mit Kohle, Technik gibt es längst, aber ungefähr seit 20 Jahren versuche ich da durchzusetzen, dass die Kohlenstoffrückführung in den Boden nicht nur CO2 senke, sondern auch wegen Nährstoff, und brauchen wir jetzt nicht vertiefen, nur Widerstände. Und ich frage mich, warum das nicht funktioniert. Herr Uttermann. Die müssen eine Kampagne machen, glaube ich. Das ist ein ambivalentes Thema. Ich sage es mal ganz offen. Was der Boden braucht, ist Futter für die Organismen. Zunächst einmal, damit er umsetzen kann und Humus aufbauen kann im Boden selber. Die Biokohle, die Sie angesprochen haben, ist aus meiner Sicht, das ist aber meine persönliche Sicht, zunächst einmal tote Kohle. Die ist zwar im Boden drin, aber sie hat keine großen Auswirkungen. Sie liegt da drin. Ob das so sinnvoll ist, mag dahingestellt sein lassen in kleineren Bereichen. Ich weiß, dass das im Zoologischen Garten von Berlin dort ein Riesenprojekt gelaufen ist unter Professor Territze. Da macht das sehr viel Sinn. Die haben also quasi die gesamte organische Substanz, die angefallen ist, letztlich verkohlt und wieder in den Garten zurückgebracht. Aber wenn Sie sich überlegen, wie leicht Kohle ist und wie viel Lastwagen ich brauche, um einen Hektar mit Kohle so zu beseelen, dass irgendwas passiert, würde ich mal sagen, in meinem, und ich glaube, da spreche ich durchaus auch im Verband, im Sinne des Verbandes, mein Petitum wäre, gebt dem Boden und den Organismen Futter. Räumt nicht alles weg, damit die Organismen dort veratmen können und eben auch Humus aufbauen können. Das ist dann kein toter Humus, sondern das ist organischer Humus. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Ihnen. Also ich würde ganz gerne von der Kohle zum Kohlenstoff kommen. Ich habe gelesen, dass 0,4% mehr Humusaufbau auf landwirtschaftlichen Flächen den kompletten weltweiten CO2-Ausstoß binden würde. Und ja, da wollte ich fragen, wie weit sind wir da beim Humusaufbau auf landwirtschaftlichen Flächen? Ich vertrete hier das Unternehmen Phoenicio. Also wir stellen Humusdünger aus Inhalten von Trockentoiletten her, also sprich aus menschlichen Ausscheidungen, was ein bisschen was anderes ist als Klärschlamm. Aber ja, also das Thema interessiert mich auf jeden Fall. Es gibt eine Humus-Initiative, eine deutsch-französische Initiative war das. Karl-Heinz Feger, wie weit sind wir da? Vielleicht ganz kurz, 0,4, das ist lobenswert, aber man schafft es nicht überall, weil nicht alle Böden das Potenzial haben, Kohlenstoff wirklich dauerhaft zu binden. Da gehören zum Beispiel sandige Böden dazu. Man muss wirklich genau hingucken, was das für ein Boden ist. Und vielleicht nochmal auf die Kohle zurückzukommen, also das größte Potenzial sehe ich eher in den Tropen, Subtropen auf
degradierten Standorten, hohe Temperaturen, da setzt sich so Kohle schneller um. Und da haben wir dann vielleicht auch das Potenzial, dann mittel- und langfristig wieder gesündere Böden dann aufzubauen. Die nächste Frage kommt von Ihnen. Ja, mich interessiert der Boden, vor allem das Grünland, Dauergrünland als CO2-Speicher. In Australien gibt es meines Wissens Versuche, dass man den beweideten Boden, mit also Rindviechern beweideten Boden, in Kleinparzellen aufteilt und unterschiedlich beweidet. Entweder nur 2 Tage, 3 Tage, dann wechselt. Da gibt es andere Modelle, wo man das Gras hochwechseln lässt und dann erst beweidet. Und das alles, um den Humusaufbau zu fördern. Und wenn man jetzt sieht, dass in den USA der mittlere Westen im Grunde mit den Humusschichten entstanden sind durch die Bisons, die 2-mal im Jahr rübergewandert sind, getrampelt, geschiedert und gefressen, dann scheint da was dran zu sein, dass allein durch die Förderung des Dauergrünlandes mit bestimmten Methoden auch der Humusaufbau verstärkt werden kann und damit die CO2-Senke des Bodens auch vergrößert werden. Auch da fragen wir mal Jens Utermann und dann kommen Sie dran. Achso, nee, gerne, Herr Feger. Ja, also vielleicht ganz kurz. Also in Gebieten oder in Regionen, wo wir natürliche Grasländer haben, denke ich, ist das eine Methode. Aber an anderen Orten hier in unserem gemäßigten Klima, würde ich sagen, wird es nicht so funktionieren. Ne? Da muss man andere Möglichkeiten dann finden. Und in unserer Landwirtschaft haben wir leider die Trennung zwischen Tierhaltung und Ackerbau. Und hier wäre natürlich wirklich darüber nachzudenken, inwieweit man also die Gülle oder den Mist so weiter überhaupt noch produziert wird, nicht im näheren Umkreis irgendwo in den Boden bringt und ihn nicht über hunderte von Kilometern durch die Republik oder von Holland nach Sachsen oder sonst wohin transportiert. Vielen Dank und Sie hatten eine Frage. So, hallo Jens, ich hätte eine Frage an dich. Du hast davon gesprochen, dass ihr in Nordrhein-Westfalen 10 Millionen Euro für eine Sanierung von irgendwelchen Industriebrachen ausgegeben habt. Das ist ein bisschen wenig. Was müsste man eigentlich pro Hektar an Industriebrachen ausgeben, um die wirklich wieder lebendig zu machen oder bewohnbar oder nutzbar zu machen? Die große Geldfrage. Die große Geldfrage, natürlich sind 10 Millionen zu wenig, um ordentlich darüber zu reden. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben, das zu stabilisieren. Es sind auch nur bestimmte Standorte, auf denen das Geld eingesetzt werden darf. Die müssen nämlich in der öffentlichen Hand sein, sonst nicht. Also es gibt da bestimmte Randbedingungen, will ich jetzt aus Zeitgründen gar nicht so aufgreifen. Die EU hat ja mal so als Perspektive, dass wir bis 2050 alle Altlasten saniert haben. Da kann ich nur sagen, wenn wir in dem Tempo weitermachen, wird das auch im Jahr 2100 auch nicht näherungsweise erfolgt sein. Also es ist eine Frage des Geldes, aber nicht nur. Es ist auch eine Frage der Kapazitäten, es ist eine Frage der Verfügbarkeit von Flächen und, und. Also so ganz einfach ist es nicht. Wir sind aber froh, dass wir diesen Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung haben, den AHV in Nordrhein-Westfalen, der sich diesen Dingen annimmt und den Kommunen hilft, mehr Flächen zu sanieren und für die Weiternutzung bereitzustellen. Elisabeth Oechtering, welche Erfahrungen haben Sie in Hamburg? Und dann kommen wir zu Ihnen. Genau, in Hamburg machen wir es ähnlich wie in Nordrhein-Westfalen. Ich wollte mal ein paar Zahlen nennen. Seit den 90er Jahren sind ungefähr 350 Millionen Euro in die Sanierung von städtischen Altlasten geflossen. Das ist im Jahr mal mehr, mal weniger. Man hat ein Team aufgestellt, ein fachkundiges Team, was in puncto Altlasten berät. Dieses Team geht auf die Stadtplanung zu, auf Eigentümer von Flächen und motiviert, auf Altlasten zu bauen, versucht denjenigen, die auf den Flächen sitzen, denen die gehören, die Angst zu nehmen vor Altlasten und die Bauvorhaben zu begleiten. Man braucht sehr viel Geld. Die Stadt Hamburg, der Senat, hat im Jahr 2000 beschlossen, dass man bis zum Jahr 2010 wissen muss, wo Altlasten sind. Wir mussten also alle Altlasten erfassen, kartieren und im Jahr 2010 sagen, was noch saniert werden muss. Es gibt Ewigkeitsaltlasten, aber man weiß inzwischen, wie groß das Problem ist. Es ist lösbar, auf diesen Flächen wird gebaut und das ist ein ganz wichtiges Instrument zum Flächensparen. Man nutzt die schon bebauten Flächen, man wertet sie auf, man ersetzt marode Bausubstanz und schont so die Freiflächen und die natürlichen Böden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe noch einen anderen Punkt mit der chemischen Verschmutzung des Bodens durch Pestizide und auch durch Antibiotika, die man zum Beispiel bei der Viehhaltung oder so nimmt oder Nutztierhaltung. Was ist da jetzt gerade der Stand? Wie wirkt sich das auf die Bodenorganismen aus, auf die ganze Gemeinschaft und auch auf die Funktion?
Vielen Dank. Wer kann etwas dazu sagen? Ich versuche das mal. Da sind wir nicht am Ende. Also das Thema der Verbreitung von Pestiziden, von Antibiotikarückständen und Ähnlichem ist ein Thema, was ja nicht nur von der Viehhaltung kommt, sondern auch über die Klärschlammausbringung. Also da ist das Problem nicht kleiner, auch wenn in Zukunft irgendwann mal kein Klärschlamm mehr landwirtschaftlich verwertet werden darf. Es gibt Studien, die die Auswirkungen belegen, sie sind aber singulär. Also insofern da auch die Fläche bezogen Aussagen zu treffen, ist ein bisschen schwierig. Es gibt natürlich Erkenntnisse über zum Beispiel die Kupfer- und Zinkbelastung auf Flächen, wo Gülle von der Schweinehaltung ausgebracht wird. Die Bauern füttern die Tiere mit Zink und Kupfer. Und das ist logisch, dass ein ganzer Teil dann eben in die Gülle geht. Das finden wir auch in den Böden, das kann man alles nachweisen. Aber noch nicht in einem Maße, dass es jetzt besorgniserregend in der Fläche ist. Also man muss sich des Problems bewusst sein und ich denke, beim Klärschlamm hat man das erkannt. Deswegen wird es, wann auch immer, 2030 glaube ich, irgendwie in der Größenordnung keine landwirtschaftliche Klärschlammverwertung mehr geben. Bei der Gülle kann man nur hingehen und sagen, ich muss den Input verringern. Also was mal in der Gülle drin ist, das geht auf den Boden, wo soll es auch sonst hin, oder es muss verbrannt werden. Das heißt, ich muss gucken, dass ich weniger von diesen Mitteln den Tieren zuführe, durch vielleicht eine etwas verträglichere Tierhaltung. Das wäre meine Antwort darauf. Was ist denn mit Plastik? Genauso schwierig. Genauso schwierig. Okay, vielen Dank. Ja, man versteht Sie leider nicht ohne Mikro. Herbizide und Insektizide, die werden ja auch in den Boden ausgewaschen. Ja. Es gibt ja viele Bodenorganismen wie Kolembolen und andere Insektenlarven, die auch wichtige Zersetzer sind. Die werden ja auch da. Die betrifft das auch, da brauchen wir uns gar nichts vorzumachen. Aber nach meiner Kenntnis ist die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln mittlerweile relativ restriktiv. Das heißt, sie müssen eine entsprechende Abbaubarkeit in einer definierten Zeit nachweisen. Das ist schon mal ein Schritt. Das war früher mal ganz anders. Aber nichtsdestotrotz sind natürlich diese Mittel, die auf Flora und Fauna wirken sollen, bei den oberirdischen Pflanzen, natürlich haben die auch Auswirkungen auf das, was im Boden, auch die Bodenlebewesen betrifft. Auch, klar. Die Bundesumweltministerin spricht immer von drei Krisen. Klimakrise, Biodiversitätskrise, Verschmutzungskrise. Ne? Ja, die Verschmutzungskrise ist auch da. Mhm. Aber der Boden, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich jetzt als Bodenschützer sage, ist ein Riesenreaktor. Mhm. Der kann eine ganze Menge ab. Ja. Das Problem ist, wenn man ihn überlastet, dann wird es zum Problem. Wir kommen zu Ihnen und zu Ihrer Frage. Ja, an den Mund halten. Ja, an den Mund halten. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ich hoffe, ich kriege das hin. Also was mir ein bisschen fehlt, ist das Deutlichmachen der Komplexität jeder einzelnen Aufgabe. Das kommt mir echt zu kurz. Viel zu selektiv auf die Landwirtschaft. Viel zu wenig an Ideengebung für die Politiker als Hilfestellung. Und da ist immer noch, ja, okay, sehr ungeübt darin. Also, entschuldigen Sie bitte. Und da sehe ich eigentlich die Verantwortung in unsere ausgebildeten Experten, genau. Ich finde, da kommt ein bisschen zu wenig rüber an Aufklärung, an Schulung. Genau, weil wenn wir über diesen Bodenquerschnitt einmal sehen, da fehlt immer dieser wunderbare Wasserfilm, den ein Boden haben muss, damit überhaupt so ein kleines Wesen von A nach B schwimmen kann. Stellen wir uns sicherlich nicht vor, wie wir schwimmen, Menschen, aber fast ähnlich. Und ich finde überhaupt, dass zum Beispiel die Aufklärung in so Dörfern einfach nicht ankommt. Da werden Kompostanlagen gebildet, also angelegt. Und was darauf landet, möchte ein Biolandwirt wirklich nicht auf seinem Acker haben. Das ist die Konzentration sondergleichen an Farbpigmenten, an Hormonen, an Insektiziden, Pestiziden, die sie über Zitronenschalen, die sie in ihren Müll schmeißen, in ihren Kompostfonds und so weiter. Das heißt, wir alle, jeder einzelne von uns, ist maßgeblich daran beteiligt, an jeder kleinen Stelle mitzuwirken, dass diese Konzentrationen gar nicht erst anfallen.
Wie kann man da vorgehen, Frau Medvedsky? Man versteht Sie ohne Mikro nicht und wir gehen jetzt einfach nochmal ins Podium. Also ein sehr wichtiger Punkt. Der Boden ist komplex. Also das können wir dreimal unterstreichen. Das Thema ist auch nicht so leicht zu transportieren. Informationen sind unheimlich wichtig und da aber auch immer zielgruppenspezifisch. Das ist wirklich, dass man schauen muss, mit wem spreche ich jetzt gerade. Und das ist aber auch eine Chance, weil der Boden so viele spannende Themen tatsächlich bereithält. Sei es das Wasser, sei es die Biodiversität, die Artenvielfalt, die Nutzung an der Oberfläche. Der Boden ist ja mit uns Menschen auf ganz viele Arten verknüpft. Und da bin ich ganz bei Ihnen, da kann jeder von uns, wie wir sind, seinen kleinen Beitrag leisten. Mit den örtlichen Politikern zum Beispiel ins Gespräch kommen, mit den örtlichen Landwirten sprechen, auf dem Wochenmarkt das Thema mal einfach in die Runde bringen. Also vielleicht darf ich gerade noch ergänzen, man muss Boden kommunizieren, ne? Und es ist nicht leicht, vor allem auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die haben gern Zahlen und Modelle und sonst was, aber wir müssen den Leuten sagen, um was es geht und dass sie auch betroffen sind. Ja? Und es fängt schon im Kindergarten an. Boden muss erlebbar sein, erfahrbar sein und dann auch mit Dingen wie Malen. Boden hat viele Farben, man kann wunderbar malen, man kann formen, man kann irgendwelche Collagen machen oder sonst was. Und das immer auf dem Weg. Also es gibt jetzt sowohl beim Bundesverband Boden als auch der Deutschen Bodenkundigen Gesellschaft Arbeitsgruppen, die hinausgehen und versuchen dann auch Gleichgesinnte zu finden. Wunderbar, vielen Dank. Es gibt jetzt noch die Chance für die eine letzte Frage, bitte. Wenn ich recht entsinne, stand auch im Titel dieses Vortrags drin, welcher Boden schützenswert ist. Ich komme aus der privaten Wohnungswirtschaft im Außenanlagenbereich und wir treffen häufig Kriegsschutt an. Der ist meistens dann natürlich, der ist beprobt und ist auch verträglich wieder einzubauen. Meine Frage ist, ist solcher Kriegsschutt schützenswert? Frau Oechtering, das also, geht an Sie. So wie Sie das darstellen, Kriegsschutt ist erstmal nicht schützenswert. Es gibt Kriegsschutt, der ist ein Archiv, der ist unter Denkmalgesichtspunkten schützenswert. Aber erstmal würde ich sagen, das ist die absolute Ausnahme. Kriegsschutt ist erstmal nicht schützenswert. Wunderbar, meine Damen und Herren, wir kommen zur schnellen, kurzen Abschlussrunde. Karl-Heinz Feger, wo wir jetzt schon gerade bei Kriegsschutt waren. Welchen Boden würden Sie als erstes unter Schutz stellen? Möglichst viele. Wenn man an die Ernährung denkt, vor allem die fruchtbaren Böden. Wir haben Schwarzerden und die liegen häufig dann auch in der Nähe von Großstädten. Die werden häufig dann in Anspruch genommen und das muss nicht unbedingt sein. Da gibt es auch andere Flächen. Okay, Schwarzerde gehört unter Schutz gestellt. Jens Uttermann, welchen Satz wollen Sie über den Boden, machen wir es mal, von Politikerinnen und Politikern nie mehr hören? Dass das ein Medium ist, was keine Beachtung braucht. Das haben Sie, das ist ganz auf jeden Fall richtig. Sonja Medvedsky, was sagen Sie Freunden, die beim Bier fragen, warum ist Boden wichtig? Wir sind auf der Suche nach dem einen partytauglichen Satz. Ohne Boden kein Bier. Ah, wunderbar. Und Elisabeth Oechtering, Ihr Tipp für jedermann und jede Frau, die den Boden und das Klima wichtig nehmen? Reden Sie über Boden, wenn Sie nach Hause gehen, reden Sie mit jedem, den Sie treffen, über Boden, über das, was Sie sehen, thematisieren Sie das und bauen Sie das in den Alltag ein. Wunderbar, vielen Dank Elisabeth Oechtering, Sonja Medvedsky, Jens Uttermann, Karl-Heinz Feger, ganz herzlichen Dank. Man könnte den Gegenstand für einen Bedeutungslosen halten, doch werden wir sehen, dass er ziemliches Interesse besitzt. Charles Darwin leitete seine Abhandlung über den Regenwurm sehr bescheiden ein, kommt nach 300 Seiten dann aber zu diesem Schluss. Man kann wohl bezweifeln, ob es viele andere Tiere gibt, welche eine so bedeutungsvolle Rolle in der Geschichte der Erde gespielt haben. Die FAZ schlug vor, dem Regenwurm ein Denkmal im Garten von Darwins Geburtshaus zu errichten oder einen Hörsaal nach ihm zu benennen. Auf jeden Fall muss man auf ihn Acht geben, wie auf den Boden insgesamt von dem abhängt. Ob wir genug zu essen haben, ob die Landschaft grün ist oder dürr, die Stadt kühl oder aufgeheizt und. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Mitdenken und Mitdiskutieren. Haben Sie noch viel Spaß auf der Woche der Umwelt. Danke, tschüss.